Hallo zusammen und welcome back in the USA. Ja, wir waren ja das letzte Mal gestern beim Erdbeerenverkauf und da hatte ich gesagt, ich will mal gucken, ob wir vielleicht was anderes Autoload-technisches finden. Und ich habe mal einen Mod mit reingenommen und den werden wir mieten. Wir werden ihn mieten, weil es ist ein LKW. Und zwar jener hier. Allerdings müssen wir da das Fahrgestell ändern als Wechselbrückenfahrzeug. Wir können gucken, wir haben ihn auch als 6x4. Würde ich schon sagen, nehmen wir 6x4. Wir lassen die komplette Ausrichtung, was wir hier ändern können, lassen. Wir nehmen nur mal den größten Motor noch dazu. Wir könnten hier so viel ändern, aber wie gesagt, wir lassen ihn einfach mal so mieten. 6000, ja, ist egal, wir wollen ihn einfach mal testen. Und passend dazu gibt es Wechselbrücken. Wir könnten noch einen Anhänger mit dran packen. Ich glaube, das lassen wir mal sein. Und dann gibt es hier eben die Wechselbrücke in zu mit Ladekante und ohne. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den hier. Können hier auswählen, Standard ohne Autoload, Autoload 1 Lage, Autoload 2 Lagen. Wir nehmen da klar 2 Lagen, weil wir ja möglichst viel laden wollen. Gut, der kostet jetzt nochmal 400 Euro. Wie gesagt, ist jetzt erstmal egal. Wir testen halt mal. Dann gucken wir mal, ob das Ganze so funktioniert. Ich habe das Pack noch nicht getestet, um ehrlich zu sein. Also werden wir mal schauen, wie das läuft. Vor allem, wie viel da drauf passen. Ah ja, gut. Wir können beladen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal zum Hof zurück. Beziehungsweise steht ja irgendwo, müsste noch der Hoftraktor rumstehen mit. Auch mit Paletten. So, wir kommen auf jeden Fall schon mal mit 83 Kilometern. Es ist vielleicht wirklich eine Überlegung, auch auf dieses Wechselbrückensystem komplett zu wechseln. Auch was das Abfahren und so angeht, weil LKW-Wechselbrücke ist günstig. Die könnten wir rein theoretisch auch irgendwo an den Hof stellen, um jetzt zu beladen zum Beispiel oder an ein Feld, wenn wir am Dreschen sind und wenn voll ist, fährt man hin und holt das ab und man hat halt viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, müssen wir mal gucken, ob das irgendwann Sinn macht oder ob wir dieses System vielleicht woanders in einem anderen Let's Play benutzen. Aber ich denke mal, hier passt das ganz gut hin. So. Guck mal, wir sind schon fast am Hof. Dann können wir ja mal gucken. Guck mal, was haben wir denn hier? Rampe ausfahren. Oh, da können wir sogar. Das ist schon mal gut. Autoload anschalten, Abkipphat, Ladegut, Europaletten. Jo, das passt doch. Container senken. Was auch immer das ist, keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall Europaletten eingestellt. Mit B machen wir. Das an. So, da stehen unsere Erdbeerpaletten. Oh, da hat er jetzt nicht so gut beladen, weil wir gefahren sind. Das heißt, wir bleiben mal stehen. Mehr gehen nicht. Na wohl doch kaum. So. Und wir haben 18.000 Liter Erdbeeren. Boah, immerhin etwas. Mit Anhänger würde da klar mehr gehen.
So, das heißt, wir lassen aber auch den Kollegen da vorne gleich mal losfahren. Was wir da klar machen, nee, den lassen wir mal stehen. Da will ich gleich mal was probieren. Wir haben ja bei der Verkaufsstelle steht der John Deere mit dem Autoload-Anhänger. Vielleicht können wir ja den Autoload-Anhänger hier noch mit dran machen. Weil da passen ja richtig viele drauf und wir haben hier die Power, das Ding zu ziehen. Dann müssen wir keine Wechselbrücke als zweiten Anhänger nehmen, sondern wir nehmen einfach unseren großen Drehschemel. Das wäre doch, wenn das funktioniert, dann können wir da ja richtige Massen bewegen. Also die Überlegung, das Teil zu kaufen, oh, also gefällt mir, es gefällt mir wirklich. Wir fahren also zumindest jetzt so mit den 18.000 Litern sehr gut. Er macht keine größeren Probleme. Er kippt nicht, er macht nichts. Boah. So, da müssen wir auch mal parallel gucken. Ist uns und das war doch. Oha, das war hier. Ja, gut, bremsen tut ein bisschen schwer. Ne, was wollte ich sagen? Unser grober Fahrer ist ja noch missionstechnisch unterwegs. So, das heißt, wir stellen den mal kurz hier drüben ab. Koppeln den ab. Das heißt, der kann Palettenanlieferung fahren. Und wir gehen hier wieder rein. Und gucken, ob das bleibt stehen. Gut, wir sind nicht komplett im Trigger drin, aber das können wir gleich noch. Da müssen wir halt nochmal aufladen und nochmal abladen. Mal schauen, ob das auch geht, wenn wir da direkt drauf fahren. Einfach, ob er von der Plattform. Jo, macht er. So, guck mal. So zieht er alles weg. Sieht zumindest so aus. Irgendwie die vordere nicht. Jetzt macht er die auch. Jetzt macht er die hintere Palette nicht. Kommt die auch noch? Na, guck mal, da sind wir schon wieder locker über die 100.000 Euro gekommen. So, dann nehmen wir jetzt wirklich den Anhänger damit und dann testen wir das mal, ob das so auch funktioniert. Oh Gott. Weil normal hat der ja hier ein Zugmaul dran. Ja, geht. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ja. Dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir uns gleich die Paletten von dem Hoftruck einmal klauen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt hier auf dieses Gespann drauf bekommen. Vermutlich haben wir gar nicht mehr so viele Erdbeeren, wie wir hier transportieren könnten. Aber ja, wir schauen einfach mal. Also wie gesagt, so in dieser Kombination stelle ich mir das Teil richtig gut vor. Da können wir auch massiv Ballen zum Beispiel fahren. Ja, wir könnten rein theoretisch auch
mal, da könnten wir unseren Ballensammler eigentlich dafür wegnehmen. Wäre auch noch eine Überlegung wert. So, jetzt klauen wir erstmal hier die Ladung. Das müssen wir hier mal die Spanngurte abmachen. Na, wieso willst du nicht mehr? Ja gut, dann probieren wir es auf dem Anhänger, ob da noch was geht. Okay. Keine Ahnung, warum da jetzt die Paletten hier so außen dran hängt. Warte mal, dann machen wir hier. Die will er irgendwie nicht aufladen da. Aber hinten. Ja, der andere ist angekommen. Okay, jetzt zieht der eine, zieht die Paletten vom anderen weg. Ja gut, das heißt, wir beladen erstmal vorne komplett. So, das heißt, wir müssen nochmal abladen, nochmal neu beladen, wenn wir stehen. Es muss einfach gut beladen werden. So, guck mal, das haben wir. Jetzt geht's hinten weiter. So, dann schauen wir gleich noch mal, ob wir hier noch Erdbeeren haben. Oh, guck mal, es sind immer noch welche da. Das ist ja Wahnsinn. So, mehr kriegen wir nicht. Ja, jetzt haben wir immerhin 40.000 Liter Erdbeeren. Und da müssen wir doch direkt ein Bild machen, weil so. Wenn der jetzt halt noch höher beladen würde, wäre es halt noch besser. Aber immerhin etwas. Warum jetzt hier eine Ding offen ist, weiß ich auch nicht. Egal, gucken wir mal, wie er sich jetzt auf der Straße macht. Ah, der verursacht da jetzt gerade einen kleinen Stau. Warte mal, den können wir doch jetzt eigentlich zur. Den tun wir auch zur Palettenanlieferung schicken. Da ist er dann irgendwo aus dem Weg. So, wenn er dann irgendwann mal losfahren würde. Naja, egal. Wir gucken, dass wir jetzt endlich die Paletten hier wegbekommen. Gut, wir werden einmal noch fahren müssen. Aber es bringt halt massig an Geld jetzt. Beziehungsweise wir müssten mal gucken, ob der Preis bei den Erdbeeren immer noch beim Restaurant da am günstigsten ist. Erdbeeren 4,97, 4,98, 508. Ja, Fastfood-Restaurant ist immer noch unsere Wahl. Das heißt, wenn wir 500, ja, sagen wir mal jetzt grob gesagt, 500 für 1000 Liter bekommen, so,
500, dann haben wir hier 40 mal so viel. Das heißt, es müssten 20.000 Euro sein. Nur für ein paar Erdbeeren. Ja, das schmeckt. So, ich sehe aber auch, der Grubber ist fertig. Zumindest die Mission steht bei 100%. Das heißt, um den müssen wir uns dann auch gleich kümmern. Aber erstmal geht es hier um die Erdbeeren. Ich denke, da werden wir morgen auch noch eine Tour machen müssen. Das werden wir heute gar nicht mehr alles wegbekommen. Ich muss auch sagen, er ist relativ kippstabil. Also ich war jetzt hier wirklich mit 60, 66 um die Kurven und er neigt nicht dazu, umzukippen. Das ist sehr gut. So, jetzt ist die Frage, laden wir sie ab? Ich glaube, ja, wir werden sie abladen. Das ist, glaube ich, besser. So, ja, komm, lauf. Aber wir versuchen mal ein bisschen weiter vorne. So ungefähr. Ach, dann lassen wir mal Geld reinfließen. Aber das heißt, während das hier passiert, können wir den mal anhalten. Das waren immerhin 10.000 Euro. Hier hätten wir nochmal Grubbern auf der 39. Das hört sich doch nach Geld an. 39. Oh, da gibt es keinen Punkt. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir dann dahin fahren. 39. 39 ist das hier. Nehmen wir entweder 36 oder 43. Nehmen wir die 43. So, ja, guck mal, das hat geklappt. Das heißt, wir laden die jetzt einmal auf, laden die wieder ab. Und machen jetzt das Gleiche. So, ja, doch, das passt. Wir lassen mal die Markierung an. Und wenn wir hier mal gucken, na gut. Halt. So. Ja, es geht halt vorne und hinten nicht ganz aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich ein Stückchen zurück. Aber das sind mehr wie, ah ne, das war jetzt die Mission noch dabei. Ich wollte gerade sagen, das sind mehr wie 20.000, die wir hier bekommen. So, laden wir noch mal alles auf. Ein Stück zurück. Ja, guckt. Wir müssen da. Falls da gleich noch was stehen sollte, können wir ja beim nächsten Mal anliefern nochmal wegmachen. So, jetzt fahren wir auch mal in der Innenansicht mit dem hier. Müssen wir auch mal machen. So, guck mal, sind wir bei 130.000 Euro schon wieder auf dem Konto? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, wir haben ja noch Erdbeeren, die wir verkaufen können. Aber wie gesagt, das machen wir morgen. Für heute ist Feierabend, ihr Lieben. Ja, die Zeit geht viel zu schnell rum, wenn man so ein bisschen was am Experimentieren ist. Also schaut rein, morgen um 9 geht's weiter hier. Bis dann, macht's gut und bye bye.